Oh. Abbruch von Akten. Erstemission. Ein bekanntes Unternehmen hat sein Aktiendebüt abgebrochen und den Erstauftritt an der Börse verschoben. Dies ist nur ein weiteres besorgniserregendes Beispiel eines Trends, bei dem die öffentliche Börsennotierung von Unternehmen fehlschlägt. Investoren, die üblicherweise verzweifelt versuchen, Kapital in Wachstumsaktien anzulegen, stellen nun die Bewertung von Unternehmen in Frage, die erst noch Gewinn auf das Kapital erwirtschaften müssen. Bedenken über das globale Wirtschaftswachstum schadet den Aussichten dieser Unternehmen, jemals profitabel zu sein. BIP, Kapitalisten und Konjunkturoptimismus bricht ein. Warte mal ganz kurz, ich versuche das gerade zu verstehen. Ist das Problem jetzt gerade, dass öffentliche Unternehmen an der Börse schlechtere Karten haben oder wie? Nee, ein bekanntes Unternehmen hat sein Aktiendebüt abgebrochen und die Zeichnung von seinen Aktien verschoben. Es ist nur wieder ein also öffentliche Börsennotierung von Unternehmen fehlschlägt. Ja. Also es ist nicht mit öffentlichen Einrichtungen, sondern ja. Ja, gut. Also der Markt ist. Der Markt ist nervös anscheinend. Jo. Ja. Wir haben eine Forderung einer geldgebenden Person. Eine der Hauptsponsoren ihrer Partei, Julieta González, besteht darauf, dass sie eine politische Maßnahme, das Sterberecht, einführen. Wenn sie das ablehnen, wird die finanzielle Support für die Partei für Wissenschaft eingestellt. Gucken wir uns einen politischen... Oh, nochmal was gegen Religiöse, aber das Sterberecht ist halt... Ja, obwohl Menschen kaum für Suizid bestraft werden können, erklärt der Staat die Beihilfe zum vorzeitigen Tod oft zur Straftat, auch wenn die Menschen mit Sterbewunsch große Schmerzen erleiden oder zum Sterben auf Hilfe angewiesen sind. Bei den Religionen ist Suizid oder die Beihilfe dazu unabhängig von den Umständen oft gar nicht gern gesehen. Wenn ich mich recht entsinne, wir hatten dieses diese Policy auch schon mal. Wenn ich mich recht entsinne, ja, gab es da auch unterschiedliche Abstufungen. Ja. Und ich finde auch, dass diese unterschiedlichen Abstufungen an der Stelle auch wichtig sind. Ja. Einfach auch für die Diskussion, die wir jetzt wahrscheinlich gleich führen werden. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, ich würde ihr folgen und das einführen. So kurz vor der Wahl sollten wir keinen Sponsor vergraulen. Und ich finde, dass... Also, sie hat etwas zu uns in den Fokus gerückt, was ich durchaus eine wichtige Sache finde, obwohl wir auch dabei wieder die Religiösen verärgern. Aber ja, wollen wir das machen? Ja, ich finde, es gehört, also für mich ganz persönlich gehört es auch zur Menschenwürde, zur Würde des Einzelnen, dass er oder sie entscheiden kann. Aber auch da sind wir hier wieder bei diesen Abstufungen. Ja, wir haben hier unter extremen Umständen Zustimmung mehrerer Ärzte, Zustimmung durch Arzt oder Ärztin, nach Einwilligung der Familie, nach Belieben. Ja. Übrigens, das würde wahrscheinlich zu diesen Fragestellungen gehören, wenn wir die im Deutschen Bundestag beispielsweise hätten, wo es eine klassische Gewissensentscheidung gibt. Also es gibt solche Fälle, wo es keine politische Entscheidung ist, sondern wo es eine ethisch-moralische Entscheidung ist. Und da wird in der Regel den Parlamentariern auch nicht, wird in Gänze freigestellt, wie sie entscheiden. So dass es da einfach wirklich eine moralische, individuelle Entscheidung ist, die jeder für sich alleine treffen muss und mal Politik ist halt. Und dieses Nachbelieben, das würde mir jetzt, mir ganz persönlich würde das schwerfallen. Das liegt aber einfach an Suizidfällen im engeren oder weiteren Umkreis. Und aus dem Grunde bin ich, glaube ich, eher dort bei
mehreren oder einem Arzt. Da könnten wir nochmal drüber reden. Also das weiß ich nicht. Und ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit die Familie das zu entscheiden hat. Ja, genau. Also das finde ich so ein bisschen seltsam damit drin, diese Familienentscheidung. Also, ja, dann müssten wir jetzt anfangen, wer gehört eigentlich zur Familie? Ja. Genau, also ich hätte jetzt das so ein bisschen runtergesetzt, aber ja. So fände ich das ganz gut. Ein Arzt oder mehrere Ärzte? Weil es ist ja auch moralisch krass für die jeweiligen Ärzte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn du weißt, als einzelner Arzt, dass es quasi an dir hängt, könnte ich mir jetzt vorstellen, da müssten wir jetzt Ärzte im Chat haben, wie die das sehen, dass es vielleicht für die auch nochmal eine andere Entscheidungsgrundlage ist, wenn sie das mit Kolleginnen und Kollegen und dem Patienten besprechen. Insofern bin ich eher bei mehrere. Okay. Also eher so, sag ich jetzt mal. Genau, also das wär jetzt meins. Allerdings spielen wir das Spiel ja zusammen und die Menschen, die uns zugucken und im Chat sind, haben da bestimmt auch eine Meinung dazu. Und das würde ich unglaublich gern wissen, wie du das siehst und auch wie ihr im Chat das seht. Weil es ist schon ein heißes Thema und ein krasses Thema. Ja. Ich würde sagen, was für mich den ausschlaggebenden Punkt gibt, weswegen ich auch sagen würde, nach Zustimmung durch Arzt oder Ärztin, in diesem Satz steckt ganz viel drin. Dass halt irgendwie sowas ist. Tatsächlich ist ja der Arztberuf immer noch streng und gut geregelt. Ich würde hier auch sagen, dass es nicht jeder Hausarzt einfach so machen darf, würde ich damit rein interpretieren, sondern dass du das hast bei einem Intensivmediziner, bei solchen Sachen, dass halt ein Arzt beispielsweise, wenn du es in der Patientenverfügung hast, der Familie dann halt mitteilen kann, so und so ist es jetzt und ich würde dem zustimmen, weil es so verfügt ist. Oder es ist halt eine Rücksprache und da würde ich halt sagen, das kann eventuell ein Arzt, weil es halt nach Zustimmung durch ist. Das heißt, du musst als Patient den aktiven Teil haben. Das finde ich hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Ja, ja, absolut. Und dann würde ich auch mit einem Arzt klarkommen. Ja, auch so ein bisschen diese schlechten Beispiele für Ärzte und Ärztinnen im Kopf, die irgendwelche Bescheinigungen gerade beispielsweise ausstellen über Krankheiten, die es so nicht gibt. Mhm. Also Menschen machen ja Fehler, egal ob bewusst oder unbewusst. Irgendwie hoffe ich ja, dass mehrere Leute nicht so viele Fehler machen, wobei jetzt ich nicht unbedingt sagen will, dass Schwarmintelligenz unbedingt besser ist. Aber ich könnte auch mit dieser Variante total gut umgehen. Also deine Argumentation leuchtet mir auch total ein. Okay. Ja, es ist immer eine schwierige Sache. Ich denke nicht, dass ein Arzt, der oder eine Ärztin, die hoffentlich sehr stark ausgerichtet sind nach dem Hippokratischen Eid, nicht leichtfertig so etwas zustimmen. Und dementsprechend hätte ich jetzt gesagt, ein Arzt oder Ärztin würde reichen. Dann tun wir dies. Und danke, Horsi, auch nochmal für dein Statement. Genau, das war das, genau. Da haben wir jetzt schon einiges ausgegeben und jetzt müssen wir, okay, es sind noch zwei Runden, wir können Reden halten, unsere Popularität ist gerade wieder ein bisschen gewachsen, wir haben immer noch einen Überschuss, unsere Schulden gehen nach unten, die Weltwirtschaft wächst weiter. Ich hätte jetzt gesagt, komm, wir haben jetzt Viertel vor, lass uns ein Päuschen machen und wir machen die zwei Runden noch bis zur Wahl und dann wechseln wir, wenn wir bei der Wahl sind. Andere Variante, wir machen die zwei Runden jetzt, beenden das Spiel, machen Pause, fangen das neue Spiel an. Das ist auch natürlich gut.
Finde ich auch gut. Dann relativ zügige Aktionen gegen Umweltverschmutzung. Ja. Tja. Was machen wir da? Das ist halt das Problem. Öffentlicher Dienst. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr genug politisches Kapital, oder? Für irgendwas Großes für Umwelt. Nö, aber wir könnten eine Maßnahme machen, die direkt gegen den Wassermangel hilft. Wenn ich hier auf öffentlichen Dienst gehe, verpflichtende Wasserzähler. Ja. Und das also, da unten drunter finde ich auch gut, glaube ich. Eigentlich finde ich alles gut, was da gerade steht. Also die Wasserzähler, die Pflanzen, die ich vermute, dass das Pflanzen sind, die mit wenig Wasser umgehen können. Den Jugendpolitikrat finde ich total gut. Und eigentlich alles andere auch. Den verpflichtenden Desaltination Plants sind Entsalzungsanlagen. Ach, verrückt. Entschuldigung. Oh. Ja, aber naja, gut. Könnte auch beim Wassermangel helfen. Ja, hilft beim Wassermangel, aber ist auch nicht sehr energieeffizient. Ich hätte jetzt gesagt, wir können uns, glaube ich, wir könnten uns die hier und den Jugendpolitikrat leisten oder Kampagne zur Sauberhaltung. Dann würde ich die Wasserzähler und den Jugendpolitikrat nehmen. Alles klar. Das machen wir. Wasserzähler hätte ich jetzt gesagt, weil wir diese Krise haben, die würde ich so auf, 250? Mal ein bisschen mehr, 260 Millionen. Das ist ordentlich. Und Jugendpolitikrat. Da bin ich doch direkt bei. Wie viel möchtest du dafür ausgeben? Volle Lotte sind 67 Millionen. Unbedingt volle Lotte. Unbedingt volle Lotte. Alles klar. Nächste Runde. Erweiterung des Flughafens. Oh, das ist auch für den Ausbau einer der größten Flughafen unseres Landes wurde eine Planungsgenehmigung beantragt. Es gibt einfach nicht genug Kapazitäten für die Anzahl der Flüge, die hier landen wollen. Erweiterungspläne zulassen. Unsere Tourismusbranche ist sehr vom Flugverkehr abhängig. Wenn wir den Tourismus ausbauen, mehr Arbeitsplätze schaffen und zur Zunahme des Bruttoinlandsprodukts beitragen wollen, müssen wir die Flugkapazitäten erhöhen. Dafür gilt es jetzt zu handeln, um sicherzustellen, dass die Kapazitäten rechtzeitig bereitstehen. Pläne ablehnen. Es gibt nichts Schlimmeres für die Umwelt als den Luftverkehr. Sowohl die Luft als auch die Lärmbelästigung verursachen Probleme, weshalb wir den Luftverkehr nicht fördern sollten. Außerdem würden die Pläne den Abriss zahlloser Wohnhäuser und größere Unannehmlichkeiten für die Menschen in der Nähe des Flughafens bedeuten. Lehnen Sie die Pläne ab. Entscheidung verzögern. Dies ist eine schwierige Entscheidung, die wir ehrlich gesagt nicht dieses Jahr treffen müssen. Es mag zwar einen etwas unentschlossenen Eindruck machen, aber wir können das einfach noch eine Weile aufschieben, vielleicht sogar bis nach der nächsten Wahl, die in der nächsten Runde ist. Ich wäre bei der aufkommenden Umweltverschmutzung, beim Wassermangel, dafür, die Pläne abzulehnen. Weil wir müssen unseren Flughafen nicht ausbauen, sondern wir müssen den Flugverkehr reduzieren und unsere Schienennetze attraktiver machen, woran wir bereits am Arbeiten sind mit den Hochgeschwindigkeitszügen. Ich folge dir in Gänze. Wie schön. Okay, wir lehnen die Pläne ab. Umweltschützerinnen finden es toll. Tourismus bricht um 8% ein und Kapitalisten finden es richtig doof. Vorsicht, neue Situation. Umweltproteste. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Und wir haben Wahlkampfreden und wir können Wahlversprechen machen. Tja, dann gucken wir doch mal. Popularität. Müssen wir Reden halten? Ich glaube, wir sind populär genug. Ich glaube nicht. Was sagt der Wassermangel? Der nimmt ab und die Wassermeter werden den nach unten drücken. Umweltverschmutzung geht auch zurück, ja? Entschuldige bitte. Ich habe gerade gesehen, dass die Normalverdienenden schon wieder auf Rot sind, was die Zustimmungswerte betrifft. Nun wäre die Frage, ob wenn wir jetzt beispielsweise, keine Ahnung, die Einkommenssteuer so ticken senken, ob das dann wieder
also ich will jetzt auch, es ist jetzt kurz vor der Wahl, deswegen würde ich es eher nicht machen. Wenn jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl wäre, könnte ich drüber nachdenken. Ich weiß nur nicht, ob uns das jetzt quasi negativ ausgelegt wird, weil wir das jetzt kurz vor der Wahl machen. Aber wir haben ein übelst krasses Bruttoinlandsprodukt, das zieht durch die Decke und irgendwie fände ich es auch cool, wenn die Leute was davon hätten. Dann guck ich doch einfach mal. Ich sag mal 3 Milliarden. Mhm. 34,66, also 31,66. Ist ein Boost von, nicht schlecht, 7%. Normalverdienende. Es geht uns einfach, es geht uns finanziell gut. Ja. Wir haben die Großunternehmen besteuert, wir versuchen Steuerflucht zu verhindern, wir bekämpfen Korruption. Ich glaube, wir haben ein ziemlich gutes Level an Gleichberechtigung im Land und bauen sowieso gerade unsere Schulden ab. Also ich finde gerade nur Argumente dafür. Gut, dann bin ich dabei. Unabhängig von der Wahl. Ja, dann bin ich dabei und machen wir für die Normalverdienenden. Ja, Lungenkrankheit ist natürlich hochgeschnellt durch die Umweltverschmutzung. Ich hätte jetzt gesagt, wegen der Umweltverschmutzung, lass uns bei den Standards für den Treibstoffwirkungsgrad eventuell hochgehen. Naja, wobei, ich hätte jetzt vielleicht sogar einfach die hier nochmal angefasst, Emissionsbeschränkungen. Ja, das können wir machen. Für Kfz. So ein kleines Stück hoch. Und denn wir haben gerade 3 Milliarden Steuererleichterungen gemacht. Lass uns doch vielleicht noch 500 Millionen oder so in eine Stufe hier stecken. Also wo ist die nächste? Ah, das dauert zu lange. Das ist zu teuer. Aber ich hätte jetzt gesagt, ja, so hier an diese Grenze. Ja. Gibt uns nochmal einen Boost für die Arbeitslosigkeit und wir tun was gegen diese Entscheidung, die wir mit dem Flughafen gemacht haben. Und gucke, die Produktivität steigt sogar. Ja. So. Auf zur Wahl, auch wenn wir noch 12 haben. Ich bin jetzt gespannt. Ich würde gerne noch die Frage von The Real Panse im Chat beantworten. Ja. Mit dir zusammen. Er fragt, ob es noch Umweltregelungen für Unternehmen gibt, weil ja durch den Stopp der Unternehmensflucht haben wir ja auch die Umweltschmutzung erhöht. Das Bruttoinlandsprodukt ist gestiegen, weil die Produktion insgesamt stieg. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, gab es ein paar Regelungen, aber nicht krass. Also ich glaube, wir konnten wir haben Umweltschutz auf einem mittleren Niveau und wir haben Recycling. Achso, Recycling, Müllentsorgung. Nee, das hat keinen wirklichen. Aber im Prinzip ist das, was Luftverschmutzung angeht, die Geschichte. Da könnten wir natürlich auch hochgehen. Das wäre auch noch eine Variante. Ja, wir könnten Zuschüsse für saubere Energie machen, ja. Und da wir ja eine öffentliche Energieindustrie haben, pumpen wir das in unseren eigenen Sektor rein, oder? Ja, die Energieindustrie steigt, genau. Kann man gerade... Energieindustrie, wir haben keine Energieindustrie. Das heißt, das ist tatsächlich eigentlich eine Maßnahme, die dem widerspricht. Ich hatte halt gehofft, dass das so dann funktioniert, dass wir Zuschüsse geben, wenn auch die staatlichen Unternehmen vor Ort in den Bereich gehen. Aber das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Also das Einzige, was wir wirklich effizient machen können, also wäre einmal Umweltschutz, dass wir den hochdrehen als Verpflichtung und... Programm für intelligente Zähler ist etwas, um die Energieeffizienz hochzudrücken. Die gilt dann ja nicht nur für Bürger, sondern auch für die Industrie.
ich finde beide Sachen gut. Okay, also dann machen wir erstmal hier vielleicht sogar so Einschränkungen und Geldstrafen. Ja. Und bei den Zählern so mittel oder na, wir können auch höher gehen, um die so 300. Ja, das können wir machen. Das ist jetzt im Vergleich wirklich nicht viel zu anderen Bereichen. Okay, wir könnten auch Wahlversprechen machen. Das sind aber immer so krasse Änderungen, die mir so... Ich bin jetzt gespannt. Wollen wir zur Wahl schreiten? Gerne. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Bulletproof Politics. Na, das sehen wir jetzt mal gleich. Also, Auszählung beginnen. Wir für Wissenschaft. Huiuiuiuiui. Wir haben einiges an Nichtwählerpotenzial. Mehrheit. 79% der Stimmen. 50% der Stimmen insgesamt. Nur 37% Nichtwähler. 50%, Entschuldigung. Das haben wir gut gemacht. Ja. Ja. Patriotinnen und Religiöse, ja, Normalverdienende, aber das ist viel Nichtwählerpotenzial. Die anderen hatten keine besseren Antworten. Ja, und jetzt, oh, ich würde die eigentlich tatsächlich nicht, ich möchte das Achievement sehen. Oh, fehlgeschlagenes Attentat. Ja, der Geheimdienst hat sich heute seinen Lohn verdient. Er nahm alle Insassinnen eines Fahrzeugs fest, die sich als religiöse Fanatikerin herausstellten und einen Anschlag auf sie und ihr Kabinett geplant hatten. Ein mit Sprengstoff und Handfeuerwaffen gefüllter Kleinbus wurde von unserer wachsamen Polizei aufgehalten, nachdem das Sicherheitspersonal ihn geheimdienstlich geprüft hatte. Anscheinend wollen religiöse Extremistinnen sie aus dem aktuellen Regierung entfernen. Diese Gruppe nannten sich Armee Gottes. Wir haben die Gig-Economy und ich möchte jetzt fortfahren. Genau, neues Achievement freigeschaltet, kugelsichere Politik. Und Sie sind ganz sicher, dass Sie keinen Superhelden inkognito sind? Oder ist das die kugelsichere Unterwäsche, von der man so viel hört? So oder so, es ist erstaunlich, wie oft die Kugel bei einem Attentat ihr Ziel verfehlt hat. Okay. Tja. Immer noch krass. Überschuss. Ja. Spiel speichern. Heute ist der 16. nicht wahr? Ja. Ja. Stream 3. Ist das bereits? Ja, dann würde ich sagen. Krass, krass, krass. Wir machen eine Pause, oder? Wir machen eine Pause. Und ihr, diejenigen, die uns gerade zuguckt, schüttelt euch einmal mit uns. Denn wir werden gleich in eine gänzlich andere Welt eintauchen. Nachdem wir jetzt gerade Politik eher so ein bisschen technokratisch betrachtet haben, wird es jetzt ein bisschen anders. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. Soll es eine Überraschung sein oder wollen wir schon was sagen? Ja, nicht, dass dann jetzt jemand sagt, auch. Ich weiß, ich bin. Also, das habe ich gesehen, fand ich auch total gut. Und ich glaube, Horst hat vorhin irgendwann schon gesagt: Spannung. Ich fände es völlig in Ordnung, wenn wir es nicht sagen. Aber so darauf vorbereiten, dass es so was ganz anderes wird, glaube ich, ist eine gute Idee. Ja. Ich habe keine Ahnung. Es wird was anderes. Ja. Nee, hast du schon mal reingespielt? So weit kann ich. Nein, ich bin auch komplett blind, aber ich kann so viel verraten. Wir spielen jetzt nicht gleich Cyberpunk 2077. Es wird was ganz anderes, aber es hat. Politischen massiv. Ja. So, jetzt erstmal. Muss ich hier erstmal so. Meine Uhr zeigt 22.02 Uhr an und meine Blase zeigt das auch an. Ich hätte jetzt gesagt,
Ich brauche ein bisschen Vorlauf, haha. um das umzustellen. ganz schlimm. So, 22.12 Uhr machen wir weiter. 10 Minuten brauche ich. Und dann löse ich auch das von Horsti rausgehauene André streckt sich ein, wenn wir uns das angeguckt haben. Wir kommen zurück und werden dann direkt auf das neue Spiel umschalten. Ja, also. Bis gleich. Welche Zeit? 22.12 Uhr. Das habe ich schon zu lange gehört. Ich mache 13, weil ich mag krumme Zahlen bei den Minuten. So. 22.13 Uhr geht's weiter. Nach der Pause neues Game. Also, bis gleich. Bis gleich.